entferne jetzt mal das 3373 von Kipp und zeige euch, dass es wirklich richtig stabil ist. Wir haben hier rangespachtelt den Trockenbau und entfernen jetzt das Klebeband. Hier ist überall Spachtelmasse und dadurch, dass Faser verstärkt ist, reißt uns das nicht ein. Und ihr seht, hier ist wirklich dick Spachtelmasse auch dran am Klebeband. Und das ist jetzt nicht eingerissen, aber man kann es natürlich ganz einfach reißen. Und es eigentlich fühlt sich an wie ein normales Goldband, aber ist halt dadurch, dass Faser verstärkt ist, noch viel stabiler und für solche Spachtelarbeiten ultra gut geeignet. Jetzt habt ihr den Beweis.